Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Wir sprechen heute mit Jan Groß. Jan Groß ist der Begründer und Chef und Durchführer von dem wunderbaren Podcast und YouTube-Show Future Histories. Den könnt ihr auf YouTube finden unter genau diesem Titel Future Histories. Und das ist der Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft von und mit Jan Groß. Wer Jan Groß ist, frage ich ihn jetzt gleich selbst, denn wie gesagt, er ist hier. Herzlich willkommen, Jan. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Es ist uns natürlich eine Ehre, dass du hier bist. Und bevor wir loslegen, über deinen Podcast und deine Projekte zu sprechen, kannst du dich vielleicht erstmal vorstellen. Wer bist du und was machst du so? Ja, also ich meine, eine Sache, die ich mache, die für mich sehr wichtig ist, die hast du ja schon genannt in der Anmoderation. Ich mache den Podcast Future Histories, der wirklich, also mittlerweile ein ja, sehr bedeutender Teil meines Lebens ist, kann man echt sagen. Ja. Ich bin auch wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Kiel, Christian Albrechts Universität zu Kiel und dort am Arbeitsbereich für soziologische Theorie. Kurz zu dem Podcast. Wann hast du den angefangen? Ich gucke gerade. 2019 war das. Das heißt, es ist ein Prä-Pandemie-Podcast. Ja, genau, Prä-Pandemie-Podcast. Das war auch, glaube ich, gerade noch so zu einer Zeit, wo zwar schon Podcasts an sich recht populär waren, aber mit der Pandemie ist das natürlich dann irgendwie so explodiert. Insofern habe ich das Gefühl, war ich da noch zeitlich eigentlich gut dran, dass es nicht mitten in diese komplette eben Explosion an Angebot, was Podcasts anbelangt, hineinragte. Ja, wir haben angefangen, die erste Folge war tatsächlich mitten in der Pandemie, Januar 2021. Und war auch auf jeden Fall schon verschuldet durch den Fakt, dass man viel zu Hause sitzt und da dann auch andere Sachen machen kann. Und andere Sachen, die man so draußen gemacht hat, jetzt nicht mehr möglich sind. Aber krass, ihr habt schon, Moment, habt ihr nicht 180 Folgen? Wir sind, glaube ich, nächste Woche bei 200 Folgen, ja. Nicht schlecht, aber dann wart ihr fleißig in der Zeit. Ja, aber da muss man auch sagen, wir sind nicht wie du allein unterwegs, sondern wir haben jetzt wirklich 5 Leute mit am Start, die helfen auch alle. Und ja, und für das Team, was wir haben, ist der Output trotzdem sportlich. Aber wir haben uns das halt als Ziel gesetzt, dann wirklich mindestens 2 Folgen die Woche zu produzieren und dann kommt man halt relativ schnell drauf. Und so ein paar extra Folgen hier und da, ja. Aber wir reden ja nicht über uns, sondern über deinen Podcast. Kannst du vielleicht erstmal dann da erzählen, wie kamst du denn dazu 2019, also wenn das nicht pandemiemotiviert war, wie kamst du dazu, diesen Podcast zu starten? Was motivierte dich dazu? Und vor allem, was motivierte dich, über diese Themen zu sprechen, die du da auch behandelst? Ja, also du hast es ja vorhin auch schon in der Anmod gesagt, der Untertitel ist der Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Und also zum einen ist das auch so ein bisschen Programm, also da geht es auch wirklich drum, diese Vorstellung von Zukunft zu erweitern. Und das war gleichzeitig auch eigentlich ja die Motivation, die da am Anfang stand. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass eigentlich die Bandbreite an Zukünften, die mir da so im öffentlichen Diskurs gemeinhin dargeboten wird, dass die eigentlich viel zu begrenzt ist und hatte einfach auch das aufrichtige Bedürfnis, da irgendwie ein größeres Spektrum kennenzulernen. Also es ist insofern auch so ein bisschen meiner Unwissenheit geschuldet, sage ich mal, ja. Und eben jetzt versuche ich da mit Future Histories so einen kleinen Beitrag zu leisten in der Erweiterung dieser Bandbreite an Zukünften und bin da eben auch sehr dankbar für meine Gäste, die da wirklich sehr viele spannende Sachen mit einbringen, muss ich sagen. Also dieser Erweiterungsprozess, der hat zumindest jetzt mal für mich schon mal ganz gut funktioniert, ja, im Dialog mit meinen Gästen. Was war für dich so ein Highlight an Gästen, die du, ich meine, ohne jetzt die anderen Gäste abzuwerten, aber was war so dein, wow, jetzt habe ich den? Ja, das ist ja immer ein bisschen schwierig, ne? Das klingt immer gleich schon so ein bisschen wertend, ja. Also ich möchte da niemanden irgendwie über den anderen stellen. Vielleicht mache ich so die Future Histories Live-Sachen, die sind schon immer sehr speziell, ne? Einfach weil das nochmal so einen anderen Charakter hat mit dem Publikum. Also ich mache ab und zu eben auch Live-Aufzeichnungen, also live heißt dann nicht live gestreamt, sondern eben vor Publikum. Und das ist schon einfach immer recht besonders, weil es eine andere Form der Interaktion darstellt, natürlich auch, weil das Publikum da ist. Man ist irgendwie auch nochmal anders aufgeregt. Dadurch
Werden die Gespräche andere, wo ich jetzt gar nicht sagen würde, dass die Gespräche dadurch besser werden würden als die, die nicht vor Publikum stattfinden oder sowas. Aber es hat einfach nochmal so einen ganz eigenen Charakter, der irgendwie auch sehr schön sein kann. Also ich habe die Freude, dass ich jetzt schon seit eben 3 Jahren eigentlich, also dieses Jahr zum 3. Mal im Sommer beim Hamburger Zolo-Kollektiv eben eine Future Histories Live-Folge aufzeichne, und das ist einfach auch eine ganz schöne Atmosphäre dort, der Ort ist toll, die Zollos sind toll, und dann hatte ich auch noch eben ganz großartige Gäste dort immer, Eva von Redeker beim 1. Mal, dann Katharina Hoppe und jetzt diesen Sommer Bini Adamczak, also das sind schon immer sehr besondere Momente für mich. Und auch eine Future Histories Live-Folge war mit Benjamin Bratton. Da habe ich mich schon auch sehr gefreut, weil der auch einfach als Theoretiker für mich sehr, sehr relevant und spannend ist. Aber also wie gesagt, ich muss echt sagen, das klingt jetzt fast schon ein bisschen zu sehr nach sehr viel Eigenlob, aber vielleicht anders aufgezogen, ich habe ganz fantastische Gäste. Also ich finde die eigentlich fast alle ziemlich großartig, muss ich echt sagen. Ja, und bin auch total dankbar für diesen Input, den man da alle 2 Wochen bekommt, obwohl es natürlich nicht jetzt direkt immer alle 2 Wochen aufgezeichnet wird. Aber also eigentlich bin ich für alle Gespräche unglaublich dankbar und finde die ziemlich großartig. Ja, muss ich sagen, kann ich mich ganz gut mit verbinden. Also einer der großen Motivation, bei den Podcast bei uns zu starten, war auch für mich auf jeden Fall selber zu lernen und dann überhaupt, also auch überhaupt, dass du in der Lage bist, ne, so ein Buch zu lesen, wo du sagst, wow, da habe ich jetzt was gelernt, und dann kann ich im Nachhinein mit dem Buchautor sprechen und ihm Fragen stellen und ihn das nochmal präsentieren lassen. Und das ist schon auf jeden Fall ein sehr cooler ja, ein Job ist es nicht. Wir verdienen nicht so viel Geld dran, aber es ist auf jeden Fall eine sehr coole Tätigkeit. Ja, voll. Na, also ja. Das ist schon sehr speziell, ja. Und also es ist auch so bei mir, dass ich mache ja auch eben Doktorat, und also es klappt eigentlich ziemlich gut, dass ich das immer wieder so ineinander fließen lasse. Ne? Also ich habe jetzt dann auch in Kiel Podcasten als erweiterte Forschungspraxis unterrichtet, als Lehrforschungsprojekt. Und es ist schon wirklich so, dass ich auch den Podcast als eine Form von, ja, wenn man so will, Forschungsvehikel einsetze in einer bestimmten Art und Weise. Ja, also zumindest ist das für mich so. Ob andere das dann irgendwie akzeptieren würden, das so zu framen, ist wieder eine andere Frage. Aber also eben dieses sicher Arbeiten gibt es natürlich auf einer inhaltlichen Ebene, aber es ist auch, finde ich, in einer bestimmten Art und Weise eben ein forschendes Interesse, das da mitschwingt. Mal mehr, mal weniger, ne? Ja, 100%. Also würde ich so auch unterschreiben. Ja, ist interessant. So habe ich das auch noch nie gedacht. Schon, dass man versucht, natürlich auch Forschung und Wissen zu popularisieren auch und zugänglich zu machen. Das ist auf jeden Fall ein großer Aspekt. Aber klar, ja, was man da selber auch noch mitnimmt und lernt. Als du 2019 angefangen hast mit Future Histories, hast du dir da irgendwelche Ziele gesetzt? Wolltest du irgendwas Bestimmtes erreichen oder wolltest du jemanden Bestimmten erreichen? Hattest du eine Zielgruppe, die du mir irgendwie vor Augen geführt hattest? Eigentlich weder noch. Also ich wollte nichts Bestimmtes erreichen. Also könnte ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich mir da irgendwelche Ziele gesetzt hätte in irgendeiner Form, so konkrete oder so. Und auch mit dem Publikum nicht so wirklich. Also auch da habe ich eigentlich nicht jetzt irgendwie so eine konkrete Vorstellung davon, wen ich erreichen will. Es läuft eigentlich eher anders. Also dadurch, dass ich bestimmte Setzungen gemacht habe in der Art und Weise, wie ich den Podcast aufziehe, ergibt sich ein bestimmtes Publikum, so würde ich es sehen eigentlich. Ne? Also für mich war immer klar, es geht nicht darum, dass ich jetzt eben so eine klassische Vermittlerrolle irgendwie da erfüllen wollen würde. Also es geht auch nicht darum, irgendwie sowas wie klassische Wissenschaftskommunikation oder so zu machen, in der ich irgendwie dafür zuständig wäre, komplizierte Inhalte quasi einfach verpackt einer Öffentlichkeit irgendwie darzubieten. So, das interessiert mich, also ist nicht mein Ding, so darum gibt es Future Histories nicht, sondern Future Histories gibt es, um was herauszufinden, und zwar wirklich so in aller Tiefe auch, und die muss dann halt auch zugelassen werden, ne? Das heißt auch, dass ich mir da irgendwie keine Illusionen mache, dass das also manchmal auch eine Form von Komplexität in der Sprache oder sowas hat, die einfach nur ein bestimmtes Publikum anspricht. Ne? Also es ist halt dadurch dann auf eine Art automatisch irgendwie auch ein Nischenprodukt in Anführungsstrichen, ist zwar kein Produkt, aber ein Nischending. Und genau, also dadurch wird das dann, glaube ich, eher so in bestimmte Bahnen gelenkt in Bezug auf das Publikum. Ne? Also weil es einfach
definitiv nicht so breitenwirksam zugänglich aufbereitet ist, ne, in Bezug auf die Art und Weise, wie die Inhalte jetzt eben daherkommen im Podcast, ne, also. Ja. Ja, vielleicht bin ich auch Nische. Ich glaube nicht, aber für mich ist es trotzdem noch sehr angenehm und sehr gut zu verfolgen. Also ich finde das schon sehr, sehr für, auf jeden Fall Nadim-tauglich. Aber was mich jetzt interessieren würde, das kann ich jetzt dann auf die Future Histories Homepage Stempel, genau. Ja. Nice. Aber was mich dann interessieren würde, wie du das gerade formuliert hast, fand ich spannend, diese Idee, dass dass quasi mit dem Podcast wirklich auch vielleicht jetzt nicht mit dem höchsten Anspruch und auch noch nicht so klar ausdefiniert, aber trotzdem schon Wissenschaft betrieben wird irgendwie und auch wirklich Erkenntnis gesammelt wird, vielleicht sogar irgendwie neue Erkenntnisse zustande kommen. Hast du da Learnings, wo du sagst, oh, ey, da gab es so ein paar Momente in den Diskussionen oder in den Gesprächen mit den Leuten, wo wir gemerkt haben, wir haben hier jetzt was Neues gefunden eigentlich. Und kannst du das mal vielleicht als Beispiel bringen, wenn du da was hast? Müsste ich jetzt drüber nachdenken. Also ich habe jetzt from the top of my head oder tip of my head, ich weiß nicht genau, wie man es sagt, fällt mir jetzt nicht so der Moment ein, wo quasi die neue Erkenntnis dann plötzlich da war oder so. Aber also was schon so ist, ist, dass mittlerweile es so eine Art von Fädenspinnen gibt über die Folgen hinweg. Also es ist so, dass halt bestimmte Themenstränge sich halt durch Future Histories hindurchziehen. Also zum Beispiel eben die Frage nach demokratische Wirtschaftsplanung ist halt sehr prominent in Future Histories. Und da gibt es halt mittlerweile schon so viele verschiedene Episoden, die sich mit diesem Thema befassen, wo dann wiederum auch Leute, die ich einlade, andere Episoden gehört haben, die vorher schon bei Future Histories eben dieses Thema mitverhandelt haben, sich darauf beziehen und dann sozusagen den Faden mit weiterspinnen. Und also das ist so eine Form von dialogischem Prozess irgendwie, den Future Histories in den besten Momenten sozusagen zu leisten vermag, wo ich mich dann immer sehr freue. Und dann, wenn du jetzt so ein bisschen mehr auf diese Frage wissenschaftliche Erkenntnisproduktion oder sowas auch abzielst, ist es schon so, dass halt bestimmte Inhalte, die also in Future Histories produziert worden sind, woanders dann mit aufgegriffen werden. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Interview gemacht, das war, glaube ich, 3 Stunden lang oder so, mit Daniel Iseros, der halt ein bestimmtes Modell zu demokratischer Wirtschaftsplanung entwickelt hat. Und da gibt es nur dieses Interview mit dem. Da wird es auch weiter keins geben, weil der kurioserweise sozusagen auch so einen ziemlichen U-Turn hingelegt hat in Bezug auf sein Arbeiten als Wissenschaftler. Aber da wird es auch kein neues geben. Das heißt, es ist auch wirklich so eine Art von Quelle entstanden, auf die dann andere sich auch mitbeziehen, wenn sie jetzt irgendwie Sachen im Feld der demokratischen Wirtschaftsplanung besprechen. Ja, also solche Dinge kommen vor, also dass es da diesen Overlap gibt irgendwie. Und ansonsten, eben wie gesagt, kann ich jetzt diesen einen Moment, den Aha-Moment sozusagen quasi nicht liefern, aber ich also hätte schon die Hoffnung, dass nämlich nicht nur in Bezug auf mich und die GesprächspartnerInnen so eine Produktion passiert, sondern eigentlich ja auch erweitert auf das Publikum. Also das wäre sozusagen eigentlich das Schönste überhaupt, finde ich ja eigentlich, ne? Wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer, und das hoffe ich doch, dass sie tun, also aktiv an diesen Dialogen nämlich dann teilnehmen, eben aktiv. Also dass es da ein Mitdenken, ein Mitweiterentwickeln von Gedanken gibt und die tragen sich dann wo auch immer hin. Ne? Das kann ja unterschiedlichste Ausformungen annehmen und also zumindest weiß ich von ein paar Leuten, die haben mich dann auch angeschrieben, dass sie in ihren Forschungsarbeiten jetzt zum Beispiel, weil sie eben in Future Histories auf diesen Themenstrang der demokratischen Wirtschaftsplanung aufmerksam geworden sind, dass sie das interessiert hat und dass sie jetzt in ihrer eigenen forschenden Arbeit sich auch diesem Themenfeld ein bisschen, nicht nur ein bisschen, diesem Themenfeld zuwenden wollen. Also insofern gibt es da eben auch Prozesse der im erweiterten Sinn dialogischen Erkenntnisproduktion, die auch über das eigentliche Gespräch dann hinausgehen. Und das ist natürlich total fein und schön zu hören, wenn man sowas dann auch als Rückmeldung bekommt, natürlich. Ne? Oh, da kann ich dir auch direkt eine geben, also was die Socialist Calculation Debate angeht, bist du auf jeden Fall auch eine Quelle für mich, um rauszufinden, worum es sich dabei dreht. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal
kurz einführend drüber reden. Das ist natürlich auch ein Thema bei dir. Aber bevor wir darauf kommen, vielleicht noch ein, zwei Fragen generell zu dem Podcast. Nun sind wir ja bei 99:1 relativ dediziert politisch, ganz dezent politisch aufgestellt. Nein, nein, also wir sind nicht dezent, wir sind klar offen kommunistisch unterwegs und machen auch Kommentare zu aktueller Politik und ranten auch ab über Sachen, die uns nicht gefallen und so. In deinem Podcast bist du, würde ich sagen, schon eher politisch neutraler aufgestellt, im Sinne, dass du selber jetzt nicht dahergehst und irgendwie aktuelle Politik kommentierst, deine eigenen Positionen so ins Feld bringst, aber du beschäftigst dich nichtsdestotrotz mit der Frage von Zukunft von und auch explizit von Postkapitalismus. Das ist natürlich dann was, was dich interessiert. Und dann gibt es auch so Short-Videos über den demokratischen Sozialismus, es gibt Videos über den Anarchismus und da würde mich jetzt einfach interessieren, es kann sein, dass du das nicht beantworten willst, dann gehen wir einfach zur nächsten Frage, aber was ist deine eigene politische Perspektive? Weil es wirkt ja dann doch schon so, als hättest du da auch eine politische Motivation hinter. Kann man dich da irgendeinem ideologischen Lager zuordnen? Oder inwiefern würdest du deine Arbeit einordnen, politisch gesehen? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das mit diesen klassischen politischen Lagern oder so einer bestimmten Orthodoxie, das nicht so, für mich nicht so relevant ist, also oder dass das nicht die Kategorien sind, innerhalb derer ich mich da auch selbst verorte. Das hat unterschiedlichste Gründe, sei es entweder Unwissen, dass ich das Gefühl habe, ich kenne sozusagen, hätte jetzt gar nicht das Gefühl, dass ich irgendeine dieser Orthodoxien zu Genüge kennen würde, als dass ich quasi ganzen, also vollen Herzens sagen könnte, so, ja, das bin ich, das ist meins oder keine Ahnung was. Also, aber vor allem ist es auch einfach so, dass das also einfach nicht die Parameter sind, innerhalb derer ich mich selbst verorte. Also ich finde, es gibt unglaublich viele spannende Elemente an diesen verschiedensten Denkschulen, Paradigmen und so weiter. Also ich kann genauso gut vieles aus dem Anarchismus ziehen wie aus dem Marxismus und unterschiedlichsten anderen Bereichen. Also ich hätte nicht das Gefühl, dass es da diesen einen Weg gibt und der hat sozusagen auf allen Ebenen das Richtige bereitzuhalten, sozusagen, ja, dass ich dann immer quasi mich sicher irgendwie zurückziehen könnte oder so. Also insofern ist es auch ein unsichereres Terrain. Die Vokabel stimmt dann, glaube ich, eh auch. Und halt auch eine Art von Suchtbewegung. Also das ist, glaube ich, also auch ein Element da dran, ne? Also ich hätte eben das Gefühl, es gilt dann noch, was herauszufinden. Es ist nicht so, dass da jetzt die Antworten eigentlich schon da wären und nur die Welt hat es nicht gecheckt, sozusagen, ja. Und wir müssen jetzt diesen einen straighten Weg, der da doch ausbuchstabiert steht in dem Buch, irgendwie eigentlich nur durchexerzieren und dann wird alles gut so. Sondern es gilt eben definitiv noch was herauszufinden. Und um bestimmte Fragen eben produktiv zu behandeln, hätte ich eher das Gefühl, man muss schauen, dass man aus verschiedensten Ecken Erkenntnisse zusammenbringt und zusammensammelt und durchwühlt und zusammenmischt und durcharbeitet und so weiter. Also eben das mit diesen Schubladen, das funktioniert insofern für mich dann nicht so gut. Du hattest auch die Tagespolitik quasi angesprochen, weil du meintest, ihr basht da auch manchmal einfach so, das ist wirklich was ich überhaupt nicht mache eigentlich, ne? Also das ist überhaupt nicht die Ausrichtung von Future Histories und es ist auch nicht könnte es nicht leisten und ich will es auch auf gar keinen Fall leisten, auch weil ich es also einfach, glaube ich, ziemlich ätzend fände, ehrlich gesagt, das machen zu müssen. Das ist furchtbar ätzend, auf jeden Fall. Ja, also weißt du, weil ich meine, das ist ja, also das eben, es ist ja schon so, ich frage ja auch am Schluss dann immer noch die Frage, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig, ja? Also ich glaube, wenn ich jetzt permanent mich mit der Tagespolitik auseinandersetzen müsste, das dann auch noch irgendwie kommentieren und da. Ich glaube dann, das würde mich sowieso innerlich zerfressen, also würde mich kaputt machen, glaube ich. Kann ich ja. Nicht gut. Wenn du in den Abgrund schaust, wird der Abgrund irgendwann, wirst du irgendwann zu dem Abgrund, so, genau. Ja, genau. Insofern, also habe ich da einfach eine andere Ausrichtung, würde ich sagen, ja. Aber ich würde auf keinen Fall sagen, dass Future Histories also unpolitisch ist, ne? Also das sehe ich überhaupt nicht so. Es sind halt andere Formen der Politiken und auch eben ein anderes
ja nicht Niveau, das stimmt nicht, sondern eine andere, also eine andere Ebene, Verhandlungsebene, als jetzt eben so eine tagespolitische Ebene, auf der eben dann durchaus sehr dezidiert politische Dinge verhandelt werden. Also apolitisch ist es auf keinen Fall, aber in einer anderen Art und Weise halt politisch als jetzt eben so ein tagespolitisches Kommentar oder sowas. Würdest du sagen, dass du versuchst mit dem Podcast, dadurch, dass du ja diesen Fokus hast auf Zukunft, die Sachen, die in der Zukunft quasi Geschichte sein werden, Future Histories, ne? Dass du damit auch implizit eine Kritik ausübst an den gesellschaftlichen Zuständen heutzutage? Also ich weiß nicht, wenn man sich, ich glaube, du hast über Enteignung gesprochen, mit Sabine, glaube ich, ne? Sabine Nuss, die war auch bei uns. Oh, warte, jetzt bist du wieder geblieben. Ist da dann, entschuldige, ja, sorry. Ist ja? da dann, ich komme immer auf den Knopf, deswegen. Ja. Ist da implizit dann auch schon die Kritik an den gesellschaftlichen Zuständen, beziehungsweise ist dir das was Wichtiges, dass da auch eine Kritik mit einherschwingt? Also, wenn du fragst, ist mir das auch was Wichtiges? Ich wüsste nicht, wie die Themen, die ich behandle, behandelt werden könnten, ohne dass darin auch Kritik vorkommt. Also vielleicht so rum, ne? Also es ist nicht so, dass an erster Stelle bei mir der Wunsch stünde, Kritik auszuüben und daraus ergeben sich dann die Themenfelder, sondern die Themenfelder, die verhandelt werden, könnten nicht anders verhandelt werden. Wobei es für mich dann schon auch immer wichtig ist, oder nicht immer, aber also ich freue mich schon oder versuche das auch in der Auswahl der Themen ein bisschen zu pushen, dass es eben nicht immer nur Kritik ist, ne, sondern dass es auch in die Konstruktion geht. Also dass man auf der einen Seite natürlich ausweist, okay, dieses und jenes läuft total falsch und es gilt, das zu ändern, aber dann ist ja sozusagen der nächste Schritt eigentlich immer die Frage, okay, aber wie denn dann? Und dieses wie denn dann, das ist was auf jeden Fall in Future Histories sehr prominent vorkommt. Also was auch eine Art von Schwerpunkt, würde ich sagen, darstellt, dass es eben nicht rein in der Kritik verbleibt, sondern sich definitiv auch versucht, dieser Frage der Konstruktion, der alternativen Konstruktion zuzuwenden. Vielleicht dann gerade an das Thema anknüpfend, weil eine Frage, die ich ganz am Anfang nicht gestellt habe, ist der Name. Der Name ist ja erstmal richtig geiler Name, also den vergisst man auch nicht, fantastisch. Aber wie kam, was bedeutet das Future Histories und wie kamst du da drauf? Was steckt dahinter? ich habe schon mehrmals überlegt, ob ich, wenn mich das jemand fragt, da wirklich drauf antworten will. Also du hattest ja vorhin eigentlich schon für dich eine Deutung so mitgegeben. Ne? Auf eine Art fände ich es fast, glaube ich, sogar am schönsten, wenn ich da gar nicht jetzt irgendwie eine dominante Deutung raushauen muss, die dann das ist, was die Leute darunter zu verstehen haben, sondern ich glaube, dass es eine bestimmte Richtung mitgibt, die man durchaus für sich dann auch noch mit Inhalt füllen darf. Okay, sehr cool. Trotzdem bei dem Thema, also nicht bei dem Namen, sondern bei dem Thema bleibend. Du formulierst ja gemeinsam mit deinen Gästen natürlich dann Zukunftsvisionen. Es gibt bei vielen Linken, gibt es diesen Trend natürlich auch, wenn Linke unterwegs sind und die gesellschaftlichen Zustände kritisieren, so wie du es gerade sagst, die erste Antwort, die dann zurückkommt, immer, ja, was denn dann? Oder wie soll es anders gehen? Ich würde sagen, das sollte man auch nochmal selber kritisieren, weil das ist meistens ein Abwehrreflex, der die erste Kritik noch gar nicht angenommen hat, sodass man weiter auf der Kritik rumbohren müsste. Aber trotzdem wird es ja dann irgendwann doch interessant. Okay, wie könnte es anders laufen einfach? Viele Linke halten sich davor dann irgendwie zurück. Das wird als Utopismus abgetan. Ja, was macht das jetzt für einen Sinn, hier Star Trek zu denken und so weiter? Wie wichtig findest du dieses Utopische, dieses Auseinandersetzen mit diesen alternativen Organisations- und Produktionsformen, um ja vielleicht in Fortschritt zu denken? Also ist das für dich ein essentieller Punkt? Also ich finde es super krass wichtig, vielleicht auf den letzten Satz eingehend oder die Formulierung, das mit dem Fortschritt, da würde ich wahrscheinlich nicht unbedingt mitgehen. Also der Begriff des Fortschritts, der gehört durchaus problematisiert. Aber sagen,
das mal beiseite gelassen, finde ich es unglaublich wichtig, dass das passiert. Also dass diese Auseinandersetzung mit der Frage, wie denn konkrete Alternativen auch tatsächlich aussehen könnten, dass die geführt wird. Und ich hätte auch das Gefühl, dass das eigentlich mittlerweile gar nicht mehr so ein Tabu ist, ne? Also sondern im Gegenteil, dass eigentlich wir zurzeit eher so ein neu erweckendes Interesse miterleben, in dem die Leute eigentlich durchaus auch eine Offenheit haben dem gegenüber, dass man in dieses Utopisieren eintritt, eben aber dann nicht als sozusagen irgendein wahlloses Wünsch dir was raushauen oder so, sondern eher im Sinne der konkreten Utopien und einer Auseinandersetzung mit der Frage, wie denn Alternatives, in dem Fall zum Beispiel Wirtschaften, eben konkret aussehen könnte. Und das ist unglaublich wichtig, glaube ich, unter anderem eben natürlich auch, um perspektivisch das mit in die Welt bringen zu können. Also weil es geht natürlich auf der einen Seite darum, in Form von Bewegungen eine gewisse Wirkmacht aufzubauen. Ja, also das ist sozusagen die Basis, ohne die es nicht geht. Ja, aber gleichzeitig glaube ich schon, dass es da so eine Art Doppelstrategie mindestens, wahrscheinlich 20-fach-Strategie, aber es braucht zusätzlich auch eben eine Auseinandersetzung mit der Frage, wie denn diese konkreten Alternativen dann aussehen könnten, weil ich auch glaube, dass man das den in der breiteren Öffentlichkeit gegenüber ja auch plausibilisieren muss, ne? Also wenn du hingehst und sagst so, hey, der Markt, er ist destruktiv, er ist als Strukturierungsmittel von Gesellschaften, von wirtschaftlichem Treiben nicht gut und nicht richtig und wir wollen sozusagen etwas anderes, ja, dann gilt es sozusagen auch der Öffentlichkeit gegenüber zu plausibilisieren, wie denn bestimmte Abläufe denn dann alternativ organisiert werden sollen. Ne? Also einfach nur sagen, nein, das wollen wir nicht, reicht da dann, glaube ich, auch nicht aus, um breite Massen zu mobilisieren. Ne? Also sonst steht man quasi dann, wenn es dann geklappt hat, dass man irgendwie die Massen mobilisiert und sagen wirklich dazu kommt, Alternativen umzusetzen, ja auch irgendwie mit leeren Händen da. Ne? Das ist ja auch irgendwie nichts in der Sache irgendwie. Ja, also mein Beef damit ist halt nur die Idee, dass wenn du dieses Beispiel nimmst, der Markt ist destruktives Element zum Beispiel, ja, und dann jemand sofort antwortet, ja, aber was denn dann? Wie machen wir es anders? Ist für mich meistens ein Anzeichen dafür, dass dieses erste Argument, nämlich dass der Markt ein destruktives Mittel ist, was nicht in unserem Interesse läuft, noch gar nicht so richtig verstanden wurde, dass das sogar affirmiert wird, dass das eigentlich was Gutes ist, eigentlich in meinem Interesse, und ich glaube erst dann, dass es was Schlechtes ist, wenn es was Besseres gibt. Und ich das irgendwie bewiesen bekomme. Und da ist mein Zweifel halt einfach nur dadurch, dass wir diese Utopien halt de facto noch nicht umsetzen können, in der Art und Weise, die wirklich uns die empirische Grundlage geben könnte, zu zeigen, hier, guck mal, das läuft besser. Mhm. Ja, dass man die wahrscheinlich damit auch nicht überzeugt bekommt. Was sind da deine Erfahrungen so? Nö, würde ich total unterschreiben. Also sehe ich auch, finde ich, eine absolut richtige Analyse. Ne? Also deswegen glaube ich auch, es braucht diese... Aha, ich sehe in meinem Fenster, sieht man gar nicht meine beiden Fenster, wenn ich hier so viel gestikuliere. Es muss halt aus unterschiedlichen Richtungen kommen, ne? Also, deswegen braucht es ja sozusagen das, was Eva von Redeker in ihrem Buch ein bisschen vielleicht fremdsprachlich komplex interstitielle Metalepsis nennt. Also es braucht sozusagen, es braucht quasi die schon in den Nischen gelebte Praxis, ja, die das Alternative schon jetzt eben praktiziert, dass sozusagen dann eigentlich im Grunde das Zukünftige schon in der Gegenwart eigentlich mit vorhanden ist. Ne? Und auf diese Dinge gilt es dann halt auch zu verweisen. Also es ist ja so, dass es durchaus vielfältigste Experimente, vielfältigste Zugänge zu Fragen alternativen Wirtschaftens schon jetzt als gelebte Praxis gibt. Und wenn dann eben jemand herkommt und sagt, ja, okay, aber haha, demokratische Planwirtschaft, so zeig mal her, das bevor ich es nicht gesehen habe, kaufe ich es nicht mäßig, ja, dann kann sich das sehr wohl natürlich richtigerweise auf dieses abstrakte Modell beziehen, dass man ihm vielleicht versucht, da zu plausibilisieren. Aber es gilt eben im Sinne der Mehrfachstrategie ja genauso die, wie gesagt, auf der einen Seite Bewegungen, aber auch sozusagen die jetzt schon existierenden Praxen
eigentlich zu nähren, zu betonen, auszuweisen und so weiter. Also das, ohne das geht es nicht, ja. Also weil du sonst nämlich ja auch immer, also eigentlich nur ein leeres Modell haben wirst, ne? Also weil wenn es nicht sowieso eigentlich den Nährboden der alternativen Praxis schon in der Gegenwart gibt, dann kommst du ja immer in so eine Situation, in der irgendwie dieses Modell dessen, wie es zukünftig sein sollte, ja, zusammengebracht werden kann mit der jetzigen Realität, ja. Und wenn es da aber keine nicht eh schon existierende Überlappung gibt zwischen den beiden, wird es eigentlich eher hässlich, zeigt die Geschichte, sage ich mal. Dieses Konzept von Eva Redeker, da gibt es, also hat mich jetzt gerade erinnert an ein Zitat von Marx. Das bezieht sich eigentlich auf die Frage der Gewalt, aber in dieser Frage der Gewalt benutzt er eine Metapher, die, glaube ich, sehr gut zu dem passt, was du gerade meintest, nämlich er sagt, die Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger geht. Also dass diese Elemente der neuen Gesellschaft sich bereits in der alten Gesellschaft herausbilden und sich weiterentwickeln wollen. Und die Frage der Gewalt ist dann natürlich eine andere, die müssen wir jetzt nicht diskutieren, aber Ja, die wäre nämlich schon nochmal spannend, ne? ja, Also genau. das der Binis Arbeit auf jeden Fall auch sehr aufschlussreich in der Hinsicht, ne? Ja. Gut. Moment. Damit habe ich auch direkt meine nächste Frage erledigt, nämlich inwiefern du glaubst, dass wir diese Utopien auch auf der Linken brauchen. Ich glaube, das haben wir damit schon abgehakt. Jetzt würde ich dann direkt mal so zu ein paar thematischen Fragen kommen, um vielleicht einen Vorgeschmack zu geben auf deinen Podcast mit den Themen, mit denen du dich so beschäftigst. Und eine hast du ja schon angesprochen, so ein roter Faden vielleicht, der sich jetzt durch viele deiner Episoden zieht, die demokratische Wirtschaftsplanung. Das ist was dir offensichtlich auch wichtig zu sein scheint. Warum? Erstmal, was meinst du damit und warum glaubst du, es ist so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen? Ja, ich glaube, also es ist wichtig, weil es im Kern eigentlich dabei ja um die Frage nach gangbaren Alternativen geht. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich glaube, es muss ein Angebot geben in Bezug auf diese Frage der gangbaren Alternativen, weil sonst wird nicht gegangen. Ja, wenn, also fände ich auch nachvollziehbarerweise irgendwie zu viel verlangt, ne? Wenn man jetzt den Leuten sagt, okay, let's go, mäßig so, aber man hat so gar keine Idee davon, wie denn das auch aussehen könnte in einer praktischen Hinsicht, was man als Alternative vorschlägt, so dass dann die Massen jetzt nicht unbedingt losströmen, um irgendwie mitzumachen, so finde ich auf einer bestimmten Ebene auch nachvollziehbar. Also bei dieser Frage der demokratischen Planung geht es im Kern eigentlich um die Frage nach gangbaren Alternativen. Also wenn man Ökonomien eben nicht nach Profitstreben ausrichten möchte, wenn man sie nicht auf Konkurrenz am Markt basieren lassen möchte, nicht auf Zerstörung unserer Umwelten, auf Ausbeutung und so weiter. So, was dann? Wie macht man das dann? Also wie kann das organisiert werden in einem ganz konkreten Sinne? Wie können Produktion und Distribution organisiert werden? Wie kann die notwendige Arbeit, die da hineinfließen muss, organisiert werden? Welche Bedürfnisse empfindet man als legitim, welche vielleicht auch nicht, welche gilt es da wie zu berücksichtigen und so weiter und so fort. Und das sind eben eigentlich alles Fragen, die automatisch aufkommen, wenn man sich eben nicht alleine auf die Ablehnung des Bestehenden zurückzieht, ne? Also wenn es eben nicht nur darum geht zu sagen, ich finde das scheiße, sondern man dann den Schritt weitergehen will, dann kommen all diese Fragen automatisch auf, ja. Und genau, im Kern geht es da also um die Frage, wie alternative, wünschenswertere Formen der politischen Ökonomie eigentlich aussehen könnten, welchen Logiken sie auch folgen könnten und sollten. Das, ja, genau, also mit der Frage nach der tatsächlichen Alternative, das ist auch ein bisschen spannend innerhalb der Debatte, weil es natürlich dann auch mal ein bisschen schwierig ist, ne? Also, wie viel trägt man dann noch mit sich aus dem Bestehenden, was man vielleicht doch besser hätte abschütteln wollen, und so weiter. Also, das sind dann schon auch so Fragen, die nochmal aufpoppen. Aber im Grunde geht es eben um
Fragen der alternativen, des alternativen Wirtschaftens und was halt neben einer gewissen Abstoßungstendenz in Richtung des Marktes auf jeden Fall halt auch noch prominent vorhanden ist, ist diese Betonung der demokratischen Wirtschaftsplanung. Also es gibt also auch eine Abstoßungstendenz in Richtung der hierarchisch geführten zentralistischen Planwirtschaft, weil das ist ja das, diese klassische Dichotomie, die immer aufgemacht wird, ne? Also von den Liberalen, dass gesagt wird, es gibt quasi den Markt, der ist der Hort der Freiheit angeblich, ja. Und auf der anderen Seite gibt es quasi das Schreckgespenst der zentralistischen Planwirtschaft, ja. Und, die Diktatur, ja. Genau, ja, aber also das ist natürlich, das konfiguriert natürlich das Terrain schon in einer Art und Weise vor, der ich überhaupt nicht zustimmen würde, ne? Weil also das, was mich ja interessiert, sind Formen der distribuierten Planwirtschaft, der verteilten Planwirtschaft, die sowohl zentrale als auch dezentrale Elemente hat und sich eben überhaupt nicht eigentlich dezidiert sogar gegen quasi klassisch hierarchische Formen der zentralistischen Planwirtschaft positioniert. Genau. Nur für dich vielleicht zum Interesse, wir hatten auch ein paar Folgen dazu gemacht. Wir hatten Helmut Dunkhaser zweimal im Gespräch, auch zur Planwirtschaft. Ich glaube, die Folgen hießen sogar so Alternativen aus dem Rechner und Plädoyer für die Planwirtschaft. Dann Günther Sandleben, mit dem sprechen wir auch über ja, Gesellschaft nach dem Geld. Und Gisela Notz war vor kurzem bei uns, vielleicht kennst du die auch, Theorien alternativen Wirtschaftens. Sind vielleicht auch Gäste, die du dir mal angucken könntest. Vielleicht ist das interessant für dich. Mhm. Dann vielleicht noch eine weitere Frage, nämlich mein Lieblingsthema, die Socialist Calculation Debate. Kannst du vielleicht mal ganz kurz einfach nur für unsere Gäste zusammenfassen, was das ist und warum das interessant ist, sich anzuschauen? Ja, also das ist eine Debatte, die natürlich schon andere Vorläufer hat, oder aber im Grunde Anfang des 20. Jahrhunderts, so 1920 herum, richtig losgetreten wurde durch eine Replik von Ludwig von Mises, einem Vertreter der österreichischen Schule der Nationalökonomie, eine Replik auf einen Aufsatz von Otto Neurath. Und im Grunde hat Mises gesagt, dass der Sozialismus eigentlich nicht in der Lage sei, eine rationale Wirtschaftsrechnung hervorzubringen, denn angesichts fehlender Preise tappe er im Grunde nur im Dunkeln und könne sozusagen dadurch, dass es keine Vergleichbarkeit, keine Kommensurabilität gibt zwischen den Dingen, im Grunde nicht sagen, welcher Produktionsmechanismus denn jetzt besser sei als der andere. Und insofern folge daraus, dass im Grunde der Sozialismus quasi nicht eben keine rationale Wirtschaftsrechnung hervorbringen könnte. Und das war sozusagen der Federhandschuh, der da in den Ring geworfen wurde, und den haben die SozialistInnen dann auch durchaus aufgenommen. Und interessanterweise eben ja eigentlich erstmal so, dass sie das Argument bis zu einem gewissen Grad angenommen haben, nämlich insofern, als dass sie, also prominent da Oskar Lange, dass sie eigentlich gesagt haben, ja, okay, das stimmt schon mit den Märkten, die können schon was so, aber unsere sozialistischen Märkte, die können das eigentlich besser, ja. Also wir können mit Schattenpreisen im Grunde sowas Ähnliches wie ein Marktgeschehen simulieren, aber das wird besser sein als das kapitalistische Marktgeschehen, weil nachdem wir ja dann trotzdem Formen der zentralistischen Planung damit kombinieren, haben wir sozusagen eine Kontrolle über diese Mechanismen. Insofern sind quasi sozialistische Märkte dann sogar den kapitalistischen Märkten überlegen. Das war sozusagen so ein bisschen diese Anfangsschiene. Und da muss man dann aber jetzt auf jeden Fall noch wichtigerweise auch hinzufügen, dass jetzt eben diese Replik von Oskar Lange, dass das also manifest auf Modellen der Neoklassik basiert, also dass die da eigentlich doch gehörige Altlasten mit sich rumschleppen, sage ich mal, die es eigentlich zu überwinden gelte. Und es gibt dann eben auch folgende Generationen von TheoretikerInnen, die dann in anderer Form neu auf diese Debatte geblickt haben. Es gab dann verschiedenste Stränge des Marktsozialismus, das hatte ich ja jetzt schon so ein bisschen angedeutet. Und dann vielleicht noch prominent zu erwähnen, ab Anfang der 90er Jahre im Journal Science and Society eine sehr ausgeprägte Debatte zu diesem Thema, wo verschiedene ForscherInnen sich im 10-Jahres-Zyklus in Special Issues eigentlich zusammengefunden haben, um Fragen der demokratischen Planung und der Socialist Calculation Debate nochmal neu zu verhandeln.
Einige der Protagonisten durfte ich eben auch bei Future History schon begrüßen. Robin Hanell zum Beispiel, David Leibman, Pat Devine habe ich auch eine Folge aufgezeichnet. Die kommt als übernächste raus, glaube ich. Genau, also das ist so, dass das eben natürlich eine Zeit lang erstmal so doch relativ stark, glaube ich, unterm Radar flog. Also dieses Stichwort vom Ende der Geschichte, wo der Liberalismus glaubte, quasi auf alle Ewigkeit gesiegt zu haben, wäre da vielleicht zu nennen. Aber es ist schon so, dass man eigentlich relativ deutlich, spätestens eigentlich seit 2008, würde ich sagen, und der damaligen Finanzkrise, da schon auch nochmal ein neu erwecktes Interesse dran feststellen kann. Da gibt es dann eben TheoretikerInnen wie Frederick Jameson, der sozusagen das nochmal neu ins Spiel gebracht hat. Dann gab es 2019 das sehr erfolgreiche und ja auch so ein bisschen populär orientierte Buch The People's Republic of Walmart, das eben dieses Thema auch aufgegriffen hat. Und ich würde sagen, dass es also jetzt derzeit eigentlich eine sehr lebendige neue Debatte rund um diese Fragen der demokratischen Wirtschaftsplanung gibt. Und eben Future Histories ist freudigerweise ein Ort, an dem das sozusagen auch sehr aktiv mitverhandelt wird. Exzellent. Okay, dann vielleicht als letzte Frage. Du hast es gerade auch schon angekündigt, was die nächste Folge sein wird demnächst. Was sind so deine Pläne in den nächsten Monaten, vielleicht im nächsten Jahr? Jetzt kommt ja 2023 bald. Hast du da schon eine Idee, wo es hingehen wird? Ja, also ich meine, Folgen habe ich echt jetzt gerade, das hat sich so ein bisschen so ergeben, richtig viele vorbereitet schon, also schon voraufgezeichnet. Ich habe, glaube ich, 7 oder 8 Folgen jetzt aufgezeichnet schon und noch nicht ausgespielt. Die wirklich kommende, also jetzt, wir sind am 28. Oktober, Freitag, am Sonntag, die wird eben nicht mit Patty Wein sein, sondern mit Heide Lutosch. Das freut mich sehr, weil die eben auch eine sehr wichtige Perspektive, eine Perspektive des feministischen Utopisierens mit hineinbringt, auch mit Blick auf die Planungsdebatte. Und für Future Histories im Größeren so gibt es schon auch Pläne, die unterschiedlich konkret sind, sage ich mal. Ja, also es gibt ja jetzt dann auch ein englisches Angebot, englischsprachiges Angebot. Ich hatte das früher so gemacht, auch schon immer eigentlich, dass ich so hin und wieder eine englischsprachige Folge mit hineingesprenkelt habe. Und jetzt gibt es dann eben auch eine englische Homepage, also futurehistories-international.com und auch einen englischsprachigen RSS-Feed. Das heißt, man kann den Podcast eben jetzt auch nur auf Englisch abonnieren oder halt, dass man nur die englischen Folgen auf den Feed ausgespielt bekommt, so rum eigentlich. Das heißt, das werde ich versuchen, so ein bisschen mehr zu pushen, ne? Dass der englischsprachige Raum da vielleicht so ein bisschen auch mehr mit bespielt werden kann. Das ist was, was mich auf jeden Fall interessiert. Ich arbeite auch gerade an einer Homepage, die so ein bisschen als eine Art von Research-Tool rund um die Planungsdebatte dienen soll. Das ist jetzt gerade in der Mache. Das wird eben ein Archiv sein, aber auch eben eine Art von Forum und Informationsplatz, Informationsplatz. Da bin ich gerade dran. Da freue ich mich drauf, weil ich glaube, das ist einfach auch wichtig, dass es sowas gibt, irgendwann jetzt dann mal. Und also so mittel- bis langfristig, da habe ich wirklich gar keine Ahnung, wann ich da irgendwann mal zu kommen soll. Aber ich habe schon so im Kopf immer noch so ein bisschen diese Fantasie, dass ich irgendwann mal mich hinsetze und diese verschiedenen Fäden, die es da gibt, versuche so zusammenzuspinnen und zu etwas zu weben, das dann, ja, weiß nicht, vielleicht ein Buch wird oder sowas, ne? Also, dass ich versuche, diese verschiedenen Gedanken und auch Erkenntnisse und so, die wir uns da gemeinsam erarbeitet haben, dass man versucht, die so ein bisschen zu kristallisieren in irgendeiner Form, ja. Und dann über so eine Art Synergie quasi eine eigene Utopie anzubieten. Ja, das weiß ich nicht so genau. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, ne? Weiß ich gar nicht genau, ob das jetzt unbedingt dann, also jetzt eben so in Richtung eines auch ausbuchstabierten, was weiß ich, Modells oder sowas gehen muss. Das ist ja dann schon wieder quasi sehr ins ganz, ganz, ganz Konkrete hineinragend. Ich habe noch nicht so ein klares Bild vor Augen, ne? Aber also ich merke auf jeden Fall, dass sich da schon viel angesammelt hat über die Zeit hinweg. Und dass es fruchtbar sein könnte, das zusammenzuführen.
Wie das dann am Ende, was dann bei rauskommt, wird sich zeigen, sage ich mal, wenn ich es schaffe. Wunderbar, wir sind auf jeden Fall gespannt. Future Histories heißt der Kanal auf YouTube und überall, wo ihr so Podcasts hören könnt. Dort gibt es englische Folgen natürlich auch, hauptsächlich aber deutsche Folgen. Wir sind mittlerweile in Staffel 2, Folge 31 angekommen, glaube ich. Ja, genau. Dort wird es weitergehen. Jan, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und war auch schön, mal mit dir in Person zu sprechen. So wie ich meinte vorhin, ne? Ich höre dich sonst auf dem Podcast und jetzt kann ich dir mal selber Fragen stellen. Das ist der Benefit an diesem Podcast. Ja, vielen Dank an dich. Ich freue mich sehr. Es war mir eine große Freude, hier zu sein. Vielen Dank an alle Zuhörer und an alle Leute in den Kommentaren und Chats. Und wir sind raus. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de. Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.